Das ist nicht dein Ernst. Danke, 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 danke. Das ist ja ein geniales Versteck hier im Kampf. Könnte ich mir noch ein anderes Kostüm anziehen? Dann erkennt er mich gar nicht mehr. Aber du, kann ich das wissen, dass der hier auf der Party auftaucht? Ich habe einen Schock bekommen. Stellt er sich mir vor, Schulz. Ja, angenehm, angenehm. Ja. Meine Güte. Oh, das war aber auch ein Ding damals. Ja. 25.000 schulde ich ihm noch, ja. Aber. Meine Güte, das ist 8 Jahre her und er hat doch auch seine Aktien in dieser ganzen Geschichte gehabt. Wenn er doch damals nicht da mit der Mieze das da angefangen hätte, dann, Mann, das ganze Ding wäre auch anders gelaufen. Ja, kann man ja nicht ahnen, dass das irgendwie in diese Richtung dann irgendwie weitergeht, ja. Verdammt nochmal, aber wie komme ich denn hier wieder raus? Hä? Kannst du mir das sagen? Ich kann ja jetzt hier die ganze Nacht in diesem Kleiderlager hier bleiben. Mann, das war ein Arschloch. Ja, oder ist ein Arschloch, wenn ich ihn schon sehe. Aber er hat mich nicht erkannt. Er hat mich nicht erkannt. Also das hier mit dem Bart und diese Haarentfernungsgeschichten hat schon ein bisschen was anderes aus meinem Gesicht gemacht, ja. Ja. Es war eine Scheißzeit. Aber es lief was mit den Frauen, das war schon nicht schlecht. Mann, nur mit Mieze, dass er da hätte er sein lassen können. Wir hatten den Deal nämlich schon in der Tasche, weißt du? Das Haus war da und dann kam diese Frau, ja, wunderbar, war eine tolle Frau, ja, hätte ich mich auch drauf eingelassen. Aber Mann, wir hatten ein Geschäft am Laufen. Ich werde jetzt gucken, dass ich hier so schnell wie möglich rauskomme, weil wer weiß, vielleicht kommt hier doch noch einer in dieses Kabuff hier, ja, toll. Ich bin der König des Kabuffs! Ja, kann ich mir gar nichts von kaufen. Also, ich mache mich vom Acker, ja.